Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, die Sonne brennt, die Tage sind heiß, die Nächte sind heiß, sorgen kaum für Abkühlung und ja, eure Wohnung und euer Schlafzimmer ist wahrscheinlich auch schon richtig schön stickig heiß. Ich habe euch ein Video mal gebracht zuvor, wo ich gezeigt habe, was ihr gegen die Hitze in der Wohnung machen könnt. Jetzt haben mir viele geschrieben, ich habe gar keinen Ventilator, ich habe auch nicht so ein schickes SpongeBob-Handtuch, wie du das hast. Was kann ich sonst machen? Und das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, im ersten Schritt nehme ich jetzt hier wieder mein SpongeBob Beste Freunde Handtuch und mache das nass. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen, zum Beispiel ein Bettlaken oder ein anderes Stück Stoff. So, es soll nicht tropfen, also schön ausdringen hinterher. So, bei mir ist es hier gleich 7:30. Und die Sonne ist mittlerweile weg, scheint nicht mehr direkt hier in das Fenster rein. Aber dennoch habe ich hier immer noch eine Temperatur von ja, gut 30 Grad. Also mache ich jetzt erstmal im ersten Schritt das Fenster auf. Ja, Respekt. Gleich 7:30 Sonntag, Sonntagabend und der Nachbar mäht einen Rasen. Ja, wahrscheinlich nochmal kurz vorm Tatort hier wird er aktiv. Egal, wir kümmern uns hier um die Raumkühlung. So, bei mir hängt jetzt hier schon eine Gardinenstange. Das ist natürlich wunderbar. Da kann ich nämlich jetzt gleich mein Handtuch dranhängen. Solltet ihr das nicht haben bei euch, dann müsst ihr mal gucken, ob ihr das vielleicht irgendwie am Rollo festmachen könnt. Oder ja, vielleicht links und rechts einen Nagel in der Wand schlagen und dann eine Stange drüber legen. Und dann könnt ihr das auch dran machen. Müsst ihr halt irgendwie kreativ werden. So schaut das dann aus. Der Effekt ist jetzt im Prinzip der ähnliche oder derselbe wie bei meinem anderen Video. Es entsteht eine Verdunstungskälte dadurch, dass das Wasser jetzt von dem flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand übergeht. Ich merke das auch schon richtig, wie mir so ja, eine kühle Brise entgegenkommt. Und in einer Stunde werde ich jetzt mal schauen, wie sich die Raumtemperatur dann verändert hat. So, wir haben es jetzt 8:30. Gucken wir mal, was das Thermometer sagt. Ja, angenehme 25 oder sogar 24 Grad. So, dann gucken wir mal, was jetzt das Thermometer für draußen anzeigt. Ja, hier sind es ca. 28 Grad, also deutlich wärmer als bei mir im Zimmer. Das heißt also, dass die warme Luft jetzt nicht nur von draußen nach drin kommt, sondern dass die Luft zwar von draußen kommt, aber durch die Feuchtigkeit sich abkühlt und dass der Effekt hier seine Wirkung zeigt. So, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, der Nachbar mäht immer noch Rasen. Er hat einen großen Garten, aber egal. Ja, ihr seht also, dieser Effekt funktioniert. Ich empfehle euch vorm Schlafen dann einfach nochmal direkt das Handtuch neu zu befeuchten. Dann hält dieser Effekt länger an und ihr habt wirklich ja, eine geruhsame und kühle Nacht. Ja, in diesem Sinne, schlaft schön. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.